Guten Tag, meine lieben Mitmenschen. Sonntag, der 14. Mai, der sechste Sonntag in der Osterzeit, Muttertag. Gratuliere, liebe Mütter. Und eine knackige Lesung aus der Apostelgeschichte, eine erste Lesung. Stephanus, der erste der Diakone, der Wortführer der Diakone, hält eine gewaltige Rede vor dem Hohen Rat. Und im Zuge dieser Rede gerät er in Verzückung, sieht den Himmel offen, sieht Jesus zu Rechten der Allmacht stehen und bekennt das auch lauthals und daraufhin, weil das für sie Gotteslästerung ist, steinigen sie den Stephanus. Und dann heißt es am Ende, Saulus aber, den wir später als Paulus kennenlernen, Saulus aus Tarsus war mit seiner Ermordung einverstanden. Und daraufhin erhob sich eine schwere Verfolgung gegen den Jesusweg und die Urkirche. Und sie wird mit Ausnahme der Apostel, die in Jerusalem bleiben können, zerstreut in den Norden nach Samarien, also Richtung Galiläa, auf dem Weg, den Jesus von Galiläa nach Jerusalem genommen hat. Jetzt umgekehrt, jetzt kommt die junge Kirche unter dem Verfolgungsdruck von Jerusalem nach Samarien zurück. Und die Verhältnisse zwischen Samaritanern und Juden waren angespannt. Im Moment im Bibelmuseum in Frankfurt, also die hier leben oder in der Nähe, denen kann ich das nur dringend ans Herz legen, ist eine Ausstellung über die Samaritaner, diese kleine Gemeinschaft am Berg Garizim, im heutigen Hebron, die dort als Israeliten leben, eine Gemeinschaft von 800 Menschen, aber nicht als Juden. Das sind Israeliten, die nicht Juden sind, sondern eben Samaritaner. Und zur Zeit Jesu war da nicht viel Sympathie verschwendet zwischen den beiden, dass Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen redet, ist ein Wunder und das findet sie ja auch. Dass Jesus das Gleichnis vom guten Samariter erzählt, ist kein Zufall. Die gut sein müssten, sind es nicht. Und der es nicht sein müsste, ist es. Das ist die Pointe, auf die es Jesus ankommt. Und jetzt jedenfalls, in dieser Zerstreuung nach der Verfolgung. Philippus, das ist jetzt nicht der Apostel, sondern einer der Diakone. Philippus aber kam in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus, sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus, auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Kann man ja gut verstehen, wenn ich das dazwischen sagen darf. Diese Kinder Israels, die keine Juden sind, freuen sich, dass das Wort Gottes zu ihnen gekommen ist. Die Apostel hätten jetzt gut sagen können, Samarien, Donnerwetter, waren das nicht die Leute, die uns auf dem Weg von Galiläa runter nicht aufnehmen wollten und auf die wir Feuer regnen lassen wollten, um ihnen zu zeigen, wie das ist, wenn man den Sohn Gottes also nicht beherbergen will? Und sind das nicht die Leute, die uns nicht mal grüßen und die uns so verlässlich Gott anbeten auf einem falschen Berg, nicht in Jerusalem, sondern auf dem Garizim und so weiter? Könnten die Apostel alles sagen in den Bahnen des Denkens ihrer Zeit in Judäa? Und was sagen sie und was tun sie? Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und da ist für mich viel drin von dem, was wir fürs Wachstum der Kirche auch heute brauchen, nämlich vor allem Vertrauen zu Menschen, auch wenn es unter ungewöhnlichen Umständen geschieht. Und Vertrauen ist eine persönliche Kategorie, keine Sache. Und Vertrauen lässt sich nur gewinnen und aufbauen und halten, wenn Personen im Spiel sind. Und deswegen ist es entscheidend und auch unentbehrlich, dass das nicht nach Aktenlage entschieden wird, sondern dass zwei von den wichtigen Aposteln, Simon Petrus und Johannes, auf eigenen Füßen nach Samarien hinabgehen und sich dort selbst ein Bild von der Situation machen. Und dann
dann wie Paulus später, wie Barnabas, Entschuldigung, später in Antiochien, sind sie einfach überzeugt von dem, was sie dort sehen, spüren, dass der Herr am Werk ist und dass er Grenzen überschreitet, die sie für unüberschreitbar gehalten haben. Und dann folgen sie dem Impuls des Herrn, der über Grenzen führt, und legen den getauften, aber noch nicht gefirmten, noch nicht mit Geist begeisterten Samaritanern die Hände auf. So muss es sein. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag, oder Lori und ich wünschen Ihnen das. Genießen Sie es heute, und Gott segne und behüte Sie alle.